In München wird heute der NSU-Prozess fortgesetzt. Erstmals beschäftigt sich das Gericht ausführlich mit dem Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße. Im Juni 2004 war der Sprengsatz vor einem Friseursalon explodiert. Laut Anklage war das Ziel der Terroristen, in der von türkischen Migranten geprägten Straße so viele Menschen wie möglich zu töten oder zu verletzen. Auch bei diesem Anschlag sahen die Ermittler zunächst keinen terroristischen Hintergrund. In der Kolbstraße in Köln ist es geschäftig wie immer. Ein bisschen Klein-Istanbul. Selbst am einstigen Tatort, dem Friseurladen, erinnert nichts an die Anschläge. Damals, vor 10 Jahren, als hier die Bombe hochging, war Abdullah Özkan im Laden, wurde verletzt. Nagel im Hals, Platzwunden am Kopf. Er leidet noch immer unter Schmerzen und dem Trauma. Die Verhandlung heute ist ein Moment, auf den er schon lange wartet. Ich erwarte, dass das lückenlos aufgeklärt wird. Ich erwarte, wer dahinter steckt, wer das Spiel begonnen hat, wer damit zusammengearbeitet hat. Ich möchte es nur wissen. Juni 2004. Auf dem Gepäckträger eines Fahrrads detoniert eine Gasflasche, gefüllt mit 10 cm langen Nägeln und Schwarzpulver. 22 Menschen werden verletzt, 4 davon schwer. Jahrelang ermittelt die Polizei in die falsche Richtung, glaubt an einen Konflikt zwischen Türken und Kurden oder im Rotlichtmilieu, versäumt es, wichtige Zeugen anzuhören. Erst mit dem Aufdecken der NSU-Zelle wird klar, dies ist ein Anschlag mit rechtsradikalem Hintergrund. Die eigentlichen Opfer standen viel zu lange unter falschem Verdacht. Für unsere Mandanten ist es eben doch sehr wichtig, dieses Verfahren auch zur Bewältigung dessen, was damals geschehen ist. Es ist praktisch durch die Bank so, dass die Mandanten immer noch psychisch gekennzeichnet sind. Abdullah Özkan und andere Opfer werden in München als Zeugen aussagen. Sie wollen dazu beitragen, dass Beate Zschäpe als Mittäterin an dem Attentat in der Kolbstraße überführt wird. Die Beweislage scheint gut. Der Angeklagten würde dann lebenslange Haft drohen.